Einen wunderschönen guten Morgen am 1. März 2021, meteorologischer Frühlingsanfang im Übrigen. Genau, schön, dass du da bist. Und jetzt kommt erst unser Tagesorakel und dann beten wir noch zusammen. Und das Tagesthema heute ist was ganz Spannendes. Eine Frage von Magitta Damen. Liebe Grüße an Magitta an dieser Stelle. Schön, dass du die Frage gestellt hast, was die Engel sagen zum Thema soziales Ungleichgewicht. Das erfahren wir gleich im Tagesthema. Wie gesagt, danach das Tagesorakel. Und zum Schluss beten wir wie jeden Morgen miteinander. Und alles das kommt für dich nach dem Intro. Nochmal, liebe Grüße an Magitta Damen. Ne? Auch von mir. Schön, dass du diese Frage gestellt hast, liebe Magitta. Wir sind ja so auf eure Fragen angewiesen. Ja, das genau. Möchte ich an der Stelle auch nochmal bitte sagen. Fragt uns Löcher in den Bauch. Weißt du, weil Michaela Vera Grages hat geschrieben, ja. Ich habe ja noch ein paar Fragen für die nächsten Tage von ihr. Ja. Aber sie hat gesagt, sie traut sich nicht, Fragen zu stellen, weil sie Angst hat, sich zu blamieren. Oh, nee, es gibt nur dumme Antworten. Nee, es gibt keine dummen Fragen. Bitte, fragt alles, was ihr auf dem Herzen habt. Und die Fragen, die ihr habt, die sind uns alle nicht fremd. Das sind auch Themen, über die wir uns schon Gedanken gemacht haben, über die wir uns schon unterhalten haben. Und wie gesagt, ihr habt die große Chance, das im Endeffekt von uns kostenlos zu bekommen. Nicht umsonst, aber kostenlos. Und ja. Ihr könnt es euch auch immer wieder anhören oder ihr könnt auch mal ein Video suchen, wenn ihr eine konkrete Frage habt. Unbedingt. Da war doch schon mal was. Und das nochmal hören. Ich meine, ich würde mir diese tolle Gelegenheit nicht entgehen lassen. Genau. Und das Einzige, was passieren kann, dass wir eine Frage übergehen, weil wir sie nicht beantworten können. Genau. Das ist das, was schlimmstenfalls passieren kann. Genau. Ne? Dass wir eine Frage nicht, wenn wir eine Frage tatsächlich in den Videos nicht, in den Kommentaren gestellt und nicht beantworten, dann liegt es einfach daran, dass wir zu dem Thema nichts wissen. Eben. Wir sind ja auch nur Menschen, wir wissen nicht alles, wir sind nicht Gott. Und das geben wir dann aber auch zu, dann kannst du uns gerne nochmal anmelden und dann sagen wir... Jetzt habe ich gesagt, wir sind Menschen. Ach, jetzt habe ich das auch noch zugegeben. Ja. wir wollten doch die Illusion aufrechterhalten. Nee, das ist schon alles eh vermasselt. Meinst du, die merken, dass wir draußen, dass wir Menschen sind? Ja, auf jeden Fall. Sogar du als Mann. Wir können uns wieder bemühen, ne? Ja, wir müssen doch wieder, das Götzenbild in uns und so. Ach, nee, das auf der Stelle. Nee, wir stehen ungern auf einem Podest, sondern wir möchten mit euch natürlich auf Augenhöhe stehen und deswegen eure Fragen beantworten. Ja, die Engel haben dazu eine sehr klare Antwort. Also, das, was wir als soziales Gleichgewicht in der Vergangenheit erlebt haben, das war ja staatlich geregelt. Im Grunde genommen war das ja staatlich und von der Regierungsseite her geregelt. Das heißt, es gab einen Mittelstand, es gab ein paar Superreiche und es gab ein paar Ärmere. Aber auch die paar Ärmeren konnten sich ganz gut was leisten, weil der Staat seine Finger drauf hatte und letzten Endes unsere Wirtschaft so geregelt war, dass die Preise erschwinglich und so weiter waren. Also es war, ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, als ich Kind war, gab es eigentlich niemanden, der wirklich arm war. Also muss ich so sagen, gab es eigentlich nicht in der Hinsicht. Natürlich gab es ein paar Obdachlose, klar, ne, aber eigentlich auch die Sozialhilfe bezogen haben, zu der Zeit waren nicht wirklich arm im Gegensatz zu heute. Ne? Das muss man einfach so sagen. Das hat sich leider verändert und wenn wir in die große weite Welt hinausschauen, war das natürlich nicht der Fall. Da gab es schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden immer sehr, sehr viel Armut, sehr, sehr viel Hunger, sehr, sehr viel Leid und auch sehr viele Kriege. Genau, und global gesehen war das soziale Gefüge ja immer in einem sehr starken Ungleichgewicht. Genau. Nur wir in unserer westlichen Gesellschaft haben das so nicht erlebt. Und die Engel sagen, das ist auch ganz wichtig, dass wir jetzt in dieses Ungleichgewicht kommen. Jetzt sage ich das, die sagen einfach, das ist ganz wichtig. Denn Erzengel Michael hat es betont, das ganz klar gerade in dem Moment, es ist ganz wichtig für euch und es arbeitet nicht gegen euch. Es soll uns nämlich helfen, wieder zu unseren Wurzeln zurückzukehren, zu dem Menschsein an sich. Menschsein hat ja auch was zu tun mit Menschlichsein und mit Menschlichkeit. Genau, weil der Mensch an sich ist gut, der Mensch an sich möchte, dass es dem anderen auch gut geht, der Mensch an sich möchte dem anderen helfen und möchte aber auch jemanden haben, wenn er Hilfe braucht, wo er sagen kann, bitte hilf mir und dass er dann auch geholfen bekommt. Genau, und es funktioniert. Wir kennen das Beispiel, gerade in amerikanischen Vororten passiert es ganz oft. Das habe ich also ganz oft von Menschen gehört, die mich auch aus den USA zur Beratung kontaktiert haben. Da habe ich ja ein paar tolle Klienten und die haben mir das bestätigt, dass es gerade in den Vororten sehr gut funktioniert. In den USA gibt es so ein Sozialsystem, wie es bei uns gab, ja gar nicht. Aber wenn jemand schwächer ist, dann fängt dieser ganze Vorort, die Leute fangen an, die arbeiten zusammen, die arbeiten miteinander und die unterstützen einfach denjenigen, der schwächer ist, von ganz allein.
sein. Und da sollen wir hinkommen, sagen die Engel. Wir sollen wieder hinkommen in die Freiwilligkeit. Auch das ist wichtig, dass wir nicht alles dem Staat abgeben, dass da nicht ein Regierender sitzt, ob es nun ein Helmut Kohl war, ein Gerhard Schröder, eine Angela Merkel, wie sie heute ist, spielt gar keine Rolle. Sondern es geht darum, dass wir aufhören müssen, das Zepter aus der Hand zu geben und zu sagen, die dürfen jetzt gut für uns sorgen, die sind verantwortlich, dass sie für uns sorgen. Das ist nämlich nur ein Schein, das ist nur eine Illusion. In Wahrheit sind wir nicht verantwortlich. Was Böses. Genau. Die Politiker sind nicht verantwortlich für dein Glück. Die Politiker sind nicht verantwortlich dafür, dass es dir gut geht, sondern dafür bist nur du verantwortlich. Und wenn du Nächstenliebe lebst und sagst, da ist ein Mensch, dem es nicht so gut geht, dann nimm doch ein Geld in die Hand, kauf dem was zu essen, unterstütze diesen Menschen, hilf diesen Menschen. Anstatt zum Beispiel über soziale Ungleichgewicht zu schimpfen, kann jeder von uns nämlich etwas tun, um das soziale Ungleichgewicht zu lösen. Und dann kommen wir ins Gleichgewicht. Das ist nämlich ganz spannend, weil dann ist das Gleichgewicht von ganz alleine ganz schnell wieder hergestellt. Ne? Jetzt hat mir Udo doch tatsächlich die Worte ausgemacht. Oh, ich gehe ja schon. Kann ja gehen. Nö, nee. Ich bin wieder da. Jetzt hat er schon. Aber es geht darum, wie gesagt, auch in die Selbstverantwortung zu gehen, auch in das Handeln zu gehen und es nicht abzuwarten, dass andere handeln oder auch noch auf andere zu schimpfen, warum sich da nichts ändert. Sondern wenn wir bei uns im kleinen Umkreis anfangen und da was zu ändern, dann schlägt das Wellen, dann schlägt das Kreise und dann wird sich auch im Großen was ändern. Vor allem, das ist auch der Weg ins goldene Zeitalter, da sind wir wirklich auf, nicht auf Gedeih und Verderb, aber wirklich unsere Selbstverantwortung ausgeliefert. Da gibt es nichts mehr anderes und deswegen ist es gut, heute schon damit anzufangen. Genau, und Jesus sagt es ja auch, selbst wenn wir arbeiten, wenn wir für uns arbeiten, Jesus hat es sehr schön übermittelt, nämlich immer wieder, einer alleine kann überhaupt nichts erreichen, im Grunde genommen gar nichts erreichen. Man sollte sich zumindest immer schon zu zweit zusammentun haben. Guck mal, ne, wir machen das gerade. Genau. Damit man einfach auch mehr erreichen kann, wie füreinander da sein. Füreinander einstehen und um die Welt zu verändern. Lasst uns doch gemeinsam etwas tun. Lasst uns gemeinsam etwas machen. Und wenn du die Welt ein Stück verändern willst, dann freuen wir uns. Nur wichtig ist, dass du nicht in irgendwelche ominösen Spendenorganisationen dein Geld hineingibst. Guck doch lieber vor die Tür. Vielleicht siehst du einen Obdachlosen, der dort sitzt, dem du einen Essensgutschein kaufen kannst, dem du vielleicht auch ein Geld geben kannst. Ja, ich höre schon die Leute wieder schreien, der kauft sich dafür Alkohol. Ja, und wenn er sich dafür Alkohol kauft, dann ist das seine eigene Verantwortung, dann ist das seine eigene Entscheidung in dem Moment. Aber du hast ihm etwas gegeben, um ihm zu helfen. Was er nun mit deiner Hilfe macht, der Mann ist erwachsen, die Frau ist erwachsen, der du das gibst, ist seine eigene Entscheidung, oder? Das stimmt. Deswegen schreibt uns in die Kommentare, was habt ihr gemacht. Wir freuen uns drüber, wir lesen das auch. Und wir gehen sicher in einem der nächsten Videos auch noch darauf ein, was einfach die schönsten Kommentare und die schönsten Handlungen waren. Unbedingt. Damit jeder von uns auch ein bisschen Inspiration bekommt. Und jetzt gucken wir ins Tagesorakel. So, jetzt halte ich wieder die Nomo-Karten der goldenen Zeit in der Hand. Die viele von euch übrigens auch schon zu Hause haben, da dürft ihr mir auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie sie euch gefallen, wie ihr mit ihnen zu Hause arbeitet, was ihr mit den Karten macht, weil ich finde es ganz spannend, wer denn alles zu Hause hat, ne? Ja, und was für Botschaften damit kommen, also wir sind mega gespannt. Bitte schreibt uns in die Kommentare rein. Genau, wir schauen nach. Genau, wir haben die Linien, die Fische und den Ring. Ja, also heute ist ein guter Tag, um Sexualität zu leben, mal ganz simpel gesagt. Ne? Und zwar, die Fische sind zwar auf der einen Seite die Finanzkarte, nein, es geht jetzt nicht um bezahlte Sexualität, also ihr solltet jetzt nicht anfangen, euch eine Prostituierte oder einen Escortboy nach Hause zu holen. Das ist bitte damit nicht gemeint, sondern die Fische sind auch eine gefühlsbetonte Karte. Ja, muss man ja dabei sagen, nicht, dass sie denken, hier ist Sex für Geld. Ne? Ja, also es könnte aber jetzt hier theoretisch fast gemeint sein, wenn man diese Kartenkonstellation sieht. Nein, sondern die Fische sind auch eine gefühlsbetonte Karte. Und der Ring ist ja die Karte der Partnerschaft. Sondern da geht es natürlich tatsächlich um Sexualität mit dem Partner gelebt auf der Gefühlsebene, auf der emotionalen Ebene. Und das ist ja dann was sehr Schönes. Das ist ja dann was Schönes, was euch verbindet, was euch stärker verbindet, was euch wieder in eine Kraft hineinbringt. Also genießt heute einfach mal diese Energie. Das heißt, Erotik ist in der Luft. Die Luft knistert heute. Und das ist doch mal was Tolles, oder? Auf jeden Fall. Ja, und dann gucken wir noch in Kraft der Innenorakel. Also spannend, ja. Manchmal ist auch sehr Erotik schön. In der Luft. Ja, das ist sehr, sehr schön. Weil, wie gesagt, das ist wichtig, das gehört einfach dem Menschen dazu.
Und wir sprechen ja alles an, was die Orakel sagen. Also da, genau. kennen wir ja nichts. Bessere Gesundheit. Ich muss gerade mal. Ja, also Sex. Der Stress geht raus. Könnte ich sagen, Sex ist gesund? Ja, natürlich. Der Stress geht raus, Kopfschmerzen gehen raus. Ja, genau. Übrigens Sexualität sehr gesund für Migränepatienten. Ja, ja. Das ist nachgewiesen, dass Sexualität Migräne löst. Also wenn du ein Mann bist und deine Frau mal wieder sagt, ich habe Migräne, dann sagst du, ja toll, super, dann machen wir jetzt was dagegen. Nehme ich den Frauen der Ausrede weg, ne? Ja, ja, aber wenn die so richtig mega Migräne haben, dann sind sie eh halb tot. Dann aber dann kann, warten. Ja, wieso, dann kann der Mann sagen, so, ich mache dir jetzt die Migräne weg. Ja, ja, genau. Und es funktioniert, das funktioniert ja tatsächlich, das ist ja tatsächlich, es funktioniert. Er hat irgendeine Jury, bringt Ordnung ins Leben, bringt neue Struktur ins Leben. Klar, wenn man den Stress abbaut über die Sexualität, dann passiert ja auch Folgendes, dann hast du wieder mehr Energie, dann räumt sich von alleine schon einiges aus und dabei geht es dir richtig gut mit Erzengel Orion. Mein Gott, haben wir heute eine schöne und knisternde Tagesenergie. Genau, ihr kommt wieder ins Träumen, ihr kommt wieder ins Luftschlösser bauen, aber ihr kommt natürlich auch darauf, einfach neue Fantasien auch zu entwickeln in jeglicher Hinsicht und das ist wunderschön. Und das ist auch wichtig, Orion sagt Erfüller der Wünsche. Das heißt, sprich mit deinem Partner und natürlich mit Ring und Erzengel Orion auch deine Wünsche an. Genau. Vielleicht hast du ja sexuelle Fantasien, die du gerne mit deinem Partner leben möchtest und hast noch nicht getraut, sie anzusprechen. Sag einfach, was du dir wünschst und dann können Wünsche auch erfüllt werden. Und jetzt wollen wir noch miteinander beten. Erzengel Michael sagt, schreibe deine Gedanken und Gefühle auf. Früher haben die Menschen öfter Tagebuch geschrieben und so weiter. Ne? Also das ist eigentlich eine gute Idee, wenn mit sowas mal anzufangen, nämlich auch jeden Tag mal aufzuschreiben, was denke ich, was fühle ich, ohne jede Bewertung natürlich, sondern einfach deine Gefühle anzugehen, sie aufzuschreiben, die Emotionen wirken zu lassen und dann immer mal wieder nachzulesen, was habe ich gedacht, was habe ich gefühlt, weil dann kriegst du Klarheit zu dir selber, dann findest du zu dir selber. Es ist eine gute Technik, dich mal kennenzulernen. Denn etwas, was viele Menschen nicht haben, ist tatsächlich so, dass sie sich selber gar nicht kennen. Und das hilft sehr gut dabei, dich und deine Seele mal kennenzulernen. Lass uns dafür beten. Lieber Gott, lieber Erzengel Michael, danke, dass ihr mir helft, meine gottgegebene Kreativität und Weisheit anzuzapfen, damit ich mich klar ausdrücken und Einsichten, Segnungen und Heilung erlangen kann. Amen. Amen. Wunderschön jetzt diese Karte. Und auch die Karte von Erzengel Raphael sagt, Vergebung heilt. Das ist eine sehr gute Fortsetzung. Wenn wir unsere Gefühle, unsere Gedanken niedergeschrieben haben, dann kommt wahrscheinlich auch einiges, wo wir sagen, okay, das trage ich viel zu lange schon mit mir rum, das möchte ich gern loswerden, das möchte ich gern vergeben können, mir und auch anderen. Und dafür können wir beten. Lieber Gott, lieber Erzengel Raphael, ich bin bereit, mir selbst und anderen zu vergeben, im Ausgleich für das, was ich mir wirklich wünsche, nämlich Frieden und Gesundheit. Amen. Amen. Und jetzt wünschen wir dir einen wunderschönen Abend und eine gute Nacht. Lass einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und aktiviere die Abo-Glocke. Gott segne und beschütze dich. Er lasse seine Engel deinen Tag bewachen und er führe dich zur Erleuchtung. Licht und Liebe, Udo Golfmann und Nadja Haufendörfer. Tschüss. Tschüss.